Die Außenministerin kommt in einer schwierigen Mission. Deutschland braucht, was Kasachstan reichlich hat, Energie. Baerbock will enger zusammenarbeiten, vor allem bei Erneuerbaren, im Rahmen der EU-Initiative Global Gateway. Ein Wasserstoffprojekt in der Region am Kaspischen Meer steht exemplarisch dafür, um was es bei Global Gateway für uns als Europäer und hoffentlich für uns in Zukunft gemeinsam geht. Nämlich um eine gemeinsame, nachhaltige Zukunft. Unweit vom Kaspischen Meer entfernt setzt Kasachstan bislang auf fossile Rohstoffe. Hunderte Pumpen holen Öl und Gas aus der Erde, für den Export auch nach Deutschland. Aber es kann nur ein kleiner Teil des Öls auf direktem Wege nach Europa verschifft werden. Mehr ist schwierig, die Kapazitäten begrenzt. Das meiste exportieren sie über drei Pipelines. Eine geht nach China, zwei nach Russland. Das autokratische Kasachstan ist traditionell eng verbunden mit dem mächtigen Nachbarn, will aber raus aus der bedingungslosen Abhängigkeit. Der Krieg, der gefällt mir nicht. Niemand mag ihn. Es tut weh, es ist bitter. Wir haben damals in den Republiken der Sowjetunion friedlich zusammengelebt, aber jetzt töten die Menschen ihre eigenen Verwandten. Kasachstan öffnet die Tür auch für Putins Kritiker. Deutschland will diese Gelegenheit offenbar nutzen.